Hallo zusammen, in meinem heutigen Interview möchte ich euch ganz herzlich den Herbie Kopf begrüßen. Herbie, du bist Bassist, Bandleader, Komponist, schon auf internationalen Bühnen gewesen und hast deine 17. CD veröffentlicht. Jetzt fangen wir ganz klein an. Wie bist du dazu gekommen zum Bass spielen? So klein bin ich allerdings dort gar nicht mehr gewesen. Ich habe nämlich mit 8 mal kurz Gitarre gespielt, respektive bin in Gitarrenunterricht geschickt worden, mit meinem Bruder zusammen. Der hat es dann weitergezogen, der hat Geduld gehabt, ich habe relativ schnell wieder aufgehört. Ist dann Shooten und Töffli frisieren ist dann spannender gewesen in den frühen Teenagerjahren, bis ich dann mit 16 mich wieder entschlossen habe, zurückzukehren zu der verlassenen Musikkarriere, wo mein Bruder natürlich weitergetrieben hat und darum auch schon sehr gut gespielt hat in diesem Alter und ich dann auch durch das sehr schnell wieder den Anschluss gefunden habe, mit seinen Kumpels zusammen schon früh können mitspielen, obwohl ich eigentlich noch fast nichts können habe auf dem Bass mit 16. Also ist dein Bruder dazu mal ein Vorbild gewesen für dich, was das anbelangt? Ja, er war vor allem einfach 3 Jahre älter als ich und nur schon durch das hat er natürlich sehr viel mehr Autorität gehabt und sicher in diesem Alter für einen jungen Sürmel wie mich ein Vorbild gewesen, auch weil er eben schon gut Gitarre gespielt hat dann in diesem Alter. Was haben deine Eltern dazu gemeint gehabt? Ja, die haben das natürlich am Anfang so ein bisschen belächelt und geduldet. Haben das natürlich schon auch gefördert, indem sie uns in Gitarrenunterricht geschickt haben, damit das furchtbar chaotische Geklimper daheim vielleicht mal langsam ein bisschen angenehmer tönt. Ja. Aber wo es dann natürlich in unseren späteren Teenagerjahren immer ernsthafter für uns war, das Musizieren, und das für uns eigentlich auch plötzlich eine Berufswahl war, haben dann das natürlich die Eltern nicht mehr lustig gefunden und haben das natürlich mit allen Möglichkeiten versucht zu unterbinden. Du bist auch mehrfach in New York gewesen. Was hat dich in New York am meisten inspiriert? All die Musiker, die dort sind und all die Clubs, die es hat und der Stellenwert, den die Musik hat in der Gesellschaft und überhaupt im Leben von der Bevölkerung. Das war für mich natürlich schon eine Entdeckung gewesen, im Gegensatz zu, wie ich es vorher gekannt habe, im kleinen Zürich, in der kleinen, gemütlichen Schweiz. Das einschneidende Erlebnis am Anfang war natürlich, überhaupt einmal in so eine Grossstadt zu kommen, wo mehr in die Höhe als in die Breite gebaut wird. Also das erschlägt einem natürlich so als junger 20-Jähriger, der gerade frisch von der Matura kommt, schon ziemlich. Ich habe mich dann aber natürlich versucht, möglichst schnell zurechtzufinden und habe dann natürlich auch den Anschluss zu dortigen Musikern gesucht und mich versucht, so zu inspirieren und auch viel zu üben und kompositorisch mich weiterzubilden aufgrund von diesem einschneidenden Erlebnis. Hast du gross Lampenfieber gehabt, als du das erste Mal auf einer grossen Bühne gestanden bist? Da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau erinnern, wann das war, das erste Erlebnis. Ich kann nur so viel dazu sagen, Lampenfieber ist eigentlich ein wichtiger Teil von einem kreativen Künstler. Das gehört eigentlich dazu, wie es Proben und das Üben und Krisenphasen und Euphorie und Höhepunkte. Ich denke, wenn das Lampenfieber gar nicht mehr rum ist, dann fehlt einem schlussendlich die letzte Motivation, um auf die Bühne zu gehen und etwas Neues zu kreieren, wo man vielleicht von Anfang an nicht genau weiss, wie es 2 Stunden später nach der Aufführung genau aussieht. Du hast auch schon Konzerte im Ausland gehabt. Wo warst du überall schon gewesen? Selbstverständlich in allen Nachbarländern der Schweiz. Vorwiegend natürlich auch Deutschland. Hat sicher sprachliche Gründe, obwohl ich ja instrumentale Musik spiele, aber die Verbindungen zwischen der Schweiz und Deutschland sind natürlich auch im kulturellen Bereich, im musikalischen sicher auch grösser. Ich bin auch schon in Brasilien gewesen, ich als grosser Latin Jazz Fan oder überhaupt Fan von der brasilianischen Musik. Das war natürlich auch ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen, mal in diesem Land dort können spielen und aufzutreten. Ich bin aber auch schon seit 18 Jahren regelmäßig an
Tourneen teilzunehmen, die Richtung Osten führen. Russland mehrmals, baltische Länder. Ja, Litauen bist du auch gewesen, genau, das habe ich gesehen. Zu Litauen habe ich ganz eine spezielle Verbindung oder sagen wir mal eine Bindung aufgebaut über die letzten 18 Jahre, dass ich immer wieder eigentlich im Schnitt etwa zweimal pro Jahr dorthin gehe. Ich habe dort sehr gute Kontakte mittlerweile, auch zu guten Musikern, vor allem junge Musiker, mit denen ich vor allem in den letzten 6-7 Jahre immer intensiver anfangen zusammenspielen und meine eigenen Kompositionen auch mit ihnen zu proben und aufzuführen. Und aus dem heraus ist dann auch die Zusammenarbeit mit der Band Swill It, wo eben die neueste CD davon erschienen ist, entstanden. Ja. Wie hat das Publikum im Ausland auf dich reagiert? Also, ich weiss nicht, wie sie auf andere Leute reagieren, oder ob sie anders auf andere Leute als auf mich reagieren, aber in der Regel ist das Jazzpublikum an den meisten Orten ähnlich wie in der Schweiz. Wenn es ihnen gefällt, dann zeigen sie das. In Russland vor 18 Jahren haben sie es vielleicht noch etwas euphorischer gezeigt als anderswo. Aber ich denke, es gibt in der ganzen Welt gute und schlechte Publika. Und ich würde jetzt das nicht persönlich auf mich nehmen, wie ein Publikum an einem bestimmten Abend reagiert. Ich habe gesehen, du hast auch schon Sachen mit internationalen grossen Künstlern zusammen gemacht, wie zum Beispiel mit dem Jack. Ja, genau. Wie hast du ihn kennengelernt? Oder wie kommt man zu so einer Zusammenarbeit? Also der Jack Walrath, für die, die ihn nicht kennen, was die meisten werden sein, er ist für mich einer der besten, spannendsten Trompeter vom aktuellen Jazz. Er hat beim grossen, berühmten Bassist Charles Mingus in dem seiner letzten Band gespielt. Und ich habe ihn, wo ich relativ am Anfang von meiner Karriere gestanden bin, ein paar Mal gehört im Zürcher Jazzclub Bacillus. Ich habe aber dann erst ein paar Jahre später den Mut gehabt, ihn anzusprechen, ob er würde mitmachen bei einem Projekt von mir, was er dann auch spontan zugesagt hat. Und wir haben vor allem in der Zeit zwischen 1993 und 2000 regelmäßig zusammen geschafft. Er ist jedes Jahr einmal da hingekommen und wir haben zusammen Konzerte gespielt und auch eine CD zusammen aufgenommen und rausgegeben. Du bist auch Dozent an der Musikhochschule in Luzern und du stehst unterrichten. Wie lange machst du das schon? Wie bist du auf das gekommen? Ich bin eigentlich nicht drauf gekommen, die von der Hochschule dort. Damals war es noch nicht Hochschule gewesen, sondern einfach die Jazzschule Luzern. Sind auf mich gekommen und haben mich dann berufen, als weiterer Dozent an dieser Schule zu unterrichten. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das jetzt doch auch schon seit 17 Jahren der Fall. Was gefällt dir dort speziell? Für mich, der letztes Jahr den 50. Geburtstag hat dürfen feiern, ist es natürlich auch eine Frischzellenkur. Können an so einer Institution mit jungen, ambitionierten, angehenden Profimusikern zusammenarbeiten. Die bringen nämlich sehr viel neues Blut rein und halten mich natürlich eben auch ein bisschen am Puls von der Zeit. Was heutzutage junge Jazzmusiker machen und interessiert und nicht zuletzt auch durch die Verbindung mit der Musikhochschule Luzern habe ich immer wieder jüngere Leute in meiner Band, in meinem Projekt drin. Das hat auch schon vor 14 Jahren angefangen, dass ich dort mit ein paar sehr talentierten jungen Leuten anfange, regelmäßig zusammenzuarbeiten, die zum Glück auch heute noch in der einen oder anderen Band von mir mit mir zusammenspielen. Das ist natürlich sehr schön, weil so förderst du auch junge Leute. Aber du bist jetzt schon über 30 Jahre in der Musikbranche. Das ist schon sehr lang. Hat es da auch schwere Zeiten gegeben? Oder ist irgendetwas, ist das speziell einfach vorgekommen? Also, was heisst schwere Zeiten? Es war noch nie einfach gewesen, denke ich. Auch bevor ich in der Jazzszene aufgeblüht bin, ist das, denke ich, auch für meine Vorgänger immer schwierig gewesen, von dem zu leben. Es ist ein Traum von jedem Musiker, dass er das machen kann, diese Musik, diesen Musikstil spielen,
seine Kompositionen mit eigenen Bands, seine Vorstellungen überbringen und von dem auch den Lebensunterhalt verdienen. Ich höre von vielen jungen Künstlern, dass sie nicht so lange Zeit überleben auf dem Markt. Wie empfindest du das, wenn du selber auch junge, neue Talente unterrichten? Was ist dort so? Was sind die Rückmeldungen? Ich denke, generell gilt das sicher für alle und ich sehe das auch nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland. Es muss irgendwie eine gute Mischung von verschiedenen Aktivitäten sein. Dann ist die Gefahr von einem Jähabsturz sicher am kleinsten. Das heisst ganz sicher eigene Projekte irgendwie anreissen, also wirklich seine Wunschvorstellungen verwirklichen oder zumindest versuchen zu verwirklichen, aber gleichzeitig auch vielseitig zu sein, also in anderen Projekten mitspielen, als Session-Musiker können zu bestehen in verschiedenen Situationen, sprich als Sideman auch können zu funktionieren. Unterrichten, das ja. Ist auch sehr, sehr aufschlussreich über seinen eigenen Stand von den Dingen, wenn man muss auch das, was man macht, intuitiv, dass man das auch kann, jemand anderem erklären, wie das dass das funktioniert. Das Dozent sein ist für mich auch immer sehr lehrreich. Es ist nicht nur der Schüler, der etwas lernt aus einer Lektion. Dann vielleicht auch auf andere Art Einblick ein bisschen ins Musikbusiness oder ins Non-Business, ja. Kann man auch sagen, irgendwie überzukommen. Ich habe auch schon selber CDs rausgegeben, neben dem neben den CDs, die von einer Plattenfirma irgendwie lanciert worden sind. Also ich habe mich auch schon mit diesen Aspekten vom Musikgeschäft umgeschlagen. Wie vermarkte ich etwas? Wie kann ich meine Band anpreisen? Heutzutage ist das je länger, je mehr gefragt, dass man über das Internet natürlich auch Werbung macht und das bleibt schlussendlich eigentlich immer beim Musiker und bei der Band selber hängen. Es gibt immer weniger fremde Agenten oder Agenturen, die einem den Teil von der Arbeit abnehmen. Also ich denke, sich zu diversifizieren ist sicher wichtig heutzutage, gleichzeitig aber seine hochgesteckten künstlerischen Ziele nicht irgendwie aufzugeben, auch wenn es sehr harzige Momente gibt während der Karriere. Du hast mir deine aktuelle CD mitgebracht, Svilit, mit den zwei Fallschirmspringern auf dem Cover. Also ich bin keiner von diesen beiden. Auch nicht der, der fotografiert. Ja. So. Erzähl ein bisschen über die CD. Wie ist das zustande gekommen? Wo haben wir es aufgenommen? Eben, das, der Titel, respektive der Bandname Svilit, ist eigentlich ein Wortspiel aus Switzerland und Lithuania. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Gut, dass du es sagst. Das tut natürlich schon bereits den Brückenschlag zwischen der Schweiz und Litauen andeuten, wo ich jetzt eben schon seit 18 Jahren eigentlich betrete. Und in dieser Besetzung, in dieser personellen Formation sind wir jetzt seit 3 Jahren zusammen. Und sie sind auch schon, die litauischen Musiker sind 3 Stück, sind auch schon 3-mal jetzt in dieser Zeit hier in der Schweiz gewesen, Konzerte spielen. Ich und andere Schweizer Musiker, der Reto Sauner, sind auch schon mehrmals auf Litauen gegangen, in dieser Formation Konzerte gegeben. Und bei der letzten Tournee, die wir vor 2 Jahren gemacht haben, haben wir eine Einladung bekommen vom Schweizer Radio DRS. Heisst jetzt SRF, von der Jazz-Redaktion, ins Studio zu gehen 3 Tage und die CD aufzunehmen und abzumischen. Das Angebot haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Ja. Und die CD ist jetzt vor wenigen Monaten auf dem Label Musik Suisse vom Migros Kulturprozent rausgegeben worden. Deine allgemeinen aktuellen Konzertdaten findet man auch auf deiner Homepage. Kannst du vielleicht mal sagen, wo und wie man dich am besten findet oder über dich lesen kann? Also ich habe eine eigene Homepage, wo ich versuche einigermaßen regelmäßig Ajour zu halten. Genau. Das ist www.herbiekopf.com. Herbie mit IE, nicht mit Y. man kann mich aber auch googlen, man findet auch noch mehr Informationen sonst im Internet über mich. Ich habe auch noch eine MySpace-Seite, wo man auch aus verschiedenen Projekten Tonbeispiele hören kann.
und so weiter. Aber ich denke schon, der beste Ausgangspunkt für weitere Infos ist meine eigene Homepage. Ja. Jetzt etwas nimmt mich noch Wunder, mit was für Instrument spielst du, respektive was für Marken? Klar, die meisten Leute kennen Fender und Gibson. Das sind natürlich die grossen Firmen, die halt für Bass und Gitarre, für E-Bass und Gitarre seit den 30er, 40er Jahren wichtig geworden sind und nicht umsonst auch einen grossen Namen haben. Habe ich auch eine Zeit lang gespielt, bis mir dann ein Kollege hier in Zürich, der Gitarrenbauer ist, Bassbauer auch, eine Firma gegründet hat und vor allem in den 90er Jahren eigene Instrumente gebaut hat und für mich dann einen Prototyp hergestellt hat, wo ich zwischen 1990 und 1999 gespielt habe, bis dann leider etwas kaputt gegangen ist an dem Instrument und ich dann das Glück hatte, dass im 1999 er mir quasi nochmal ein fast identisches Instrument hergestellt hat, wo ich bis zum heutigen Tag immer noch am liebsten spiele. Ja, danke vielmals, dass du da gewesen bist bei mir auf Besuch und ich hoffe bis auf bald.